Willkommen zurück bei Shadow of the Colossus. Wir haben vier Kolosse bisher erlegt. Wir sind auf dem Weg zum nächsten, der allem Anschein nach eine Art vogelhafte Gestalt hat. Zumindest dem Götzen nach zu urteilen. Wenn er fliegen kann, dann bin ich ja mal gespannt, wie wir das schaffen sollen. So, Beefy hatte ein bisschen Auslauf, konnte ein bisschen Gras futtern. Wir ziehen weiter. Müssen wir da rein in die Schlucht? Nee. Die Schlucht, da sollen wir nicht. Doch, sollen wir doch. Ja, wir sollen doch da rein, denke ich. Ist ziemlich eindeutig. Dann tun wir das doch. Oh, alte Ruinen. Okay, man kann nur bremsen, wenn man nach hinten drückt, oder? Das dauert ziemlich lange, deswegen, okay. What the fuck? Das sieht aus wie eine überschwemmte Ruine. Das war ein Aquädukt. Ich weiß es nicht. Eigentlich sieht es nicht so gut da noch aus. Muss ich da irgendwie hin? Muss ich hier absteigen? Weil ich habe das Gefühl, ich kann nicht weiter mit dem Pferd. Das Gefühl, Ferdi-Fuchs Mini-Würstchen hat hier nicht mehr so viel zu melden. Ja, wir sind aber richtig. Gibt es da irgendwo einen Weg hochzukommen? Vom Wasser aus? Muss ich ins Wasser rein? Ich schätze mal. Muss ich hier vielleicht tauchen, um reinzukommen? Weil das Tor unter Wasser liegt? Ich sehe zumindest nichts, weil das hier einfach stockenfinster ist. Also wenn es... Ja, wir können da durch, glaube ich. Oder? Oder nicht? Ja, das war richtig gedacht. Wir müssen durchs Tor durchtauchen. Und hier müssen wir scheinbar hochklettern. Okay. Mir graut es vor dem, was kommen wird. Dieses ganze Gebiet sieht unheimlich aus und unangenehm. Alter Schwede, das Ding kann wirklich fliegen. Cool, ich mag Flugviecher. Bin ich ganz ehrlich. Aber wie soll das laufen? Wie soll ich an den rankommen? Ich meine, wenn ich am Rücken bin, okay, aber selbst wenn ich am Rücken bin, wenn der fliegt. Ah, da hinten, ich sehe dich, ja. Wenn der fliegt, wie dann fliege ich doch so runter, oder? Ich muss hier runter. Ins Wasser. Ach, muss ich ganz bis. Ich muss doch nicht ernsthaft immer bis zu der Säule fliegen, schwimmen, wo er draufsteht, oder? Das wird einfach nur unheimlich lange dauern. Ja, mal gucken. Ja, du musst hier runter, glaube ich, tut mir leid. Ich frage mich, ob ich seine Säule überhaupt hochkäme. Die sieht nämlich sehr schwer zu erklimmen aus. Das könnte eine sehr lange Folge werden. Und das einfach nur, weil ich wahrscheinlich tausendmal ins Wasser fallen werde wieder. Und das Bewegen im Wasser einfach recht träge ist. Und da kann ich durch, bringt mir aber nichts. Alter Schwede, guck ihn dir an. Aber ich soll doch nicht dasselbe Ding hoch, wo er draufsteht, oder? Das würde nie funktionieren. Ich sehe nicht, dass ich da hochklettern kann. Das sieht nicht so aus. Aber kann ich die hier hochklettern? Das Ding da vielleicht. Sweet.
probiert, dass diese Steuerung ist ein bisschen komisch einfach. Also auch, dass dieses langsam laufen bzw. schleichen auf derselben Taste ist wie das Festhalten, ist einfach so probiert. Ich wüsste echt nicht, wo und an welcher Stelle ich hier hochklettern sollte. Wenn das nachher relevant wird. Aber vielleicht sollte ich wirklich zu ihm. Interessanter Tipp, aber das hätte ich mir eh gedacht. Aber ich denke mal, dass ich ihn auf mich aufmerksam machen soll und dann auf ihn aufspringen soll. An einem anderen Punkt. Nicht dem Punkt, wo ich jetzt hinspringe. Weil da kommen wir nämlich nicht hoch, genau wie ich mir schon gedacht habe. Wir hätten an einem der anderen Orte hochgemusst. Ich denke, diese Dinger, wo dieser Stiel dran ist, Anführungsstrichen, was der jetzt gerade genau vor euch sieht. Ich denke, von da aus müssen wir wahrscheinlich auf ihn draufspringen im richtigen Augenblick. Das kommt mir zumindest naheliegend vor. Aber die Frage ist, wo, an welcher Stelle wir hochkommen an den Dingern. Weil ich sehe hier keine Klettermöglichkeit. Also er hält sich auch nicht fest. Ich halte es gedrückt. Natürlich ist Festhalten auch dasselbe wie Tauchen. Ne? Also Schleichen, Tauchen, Festhalten, alles dieselbe Taste. Hier komme ich ja nirgendwo ran hoch. Vielleicht. Ja, auch da hält er sich nicht fest. Das ist hier ein bisschen das Nervige. Stellen zu finden, wo er sich festhalten möchte, ne? Das ist ein bisschen ärgerlich. Ich mache ihn mal auf mich aufmerksam. Und guck, was dann passiert. Also der Schuss auf die Distanz ist schon, ja, ist schon einfach. So genug Kraft aufzubauen. Okay, er fliegt recht tief, ehrlich gesagt. Er wird extra abgetaucht, damit er nicht auf dem Wasser fischt. Wo ist er jetzt? Geht wieder zurück. Soll ich mich festhalten von diesen Dingern aus hier? Ist es vielleicht das hier, was ich machen soll? Nicht von den Dingern aus. Was wäre doch so viel naheliegender, von oben auf ihn drauf zu springen? Das ist so viel naheliegender, oder nicht? Das kann doch nicht nur ich nur sehen. Ich so sehen. Aber ich kann mich hier nirgendwo runtersehen. Also ist meine Theorie mit dem Dranhängen von oben drauf springen wohl falsch. Ich soll mich beim Vorbeifliegen auf selber Höhe an ihn dranhängen. Er wird mich immer runterschmeißen, also von den Dingern. Das ist, was ich nämlich glaube. Ich glaube, er wird mich hier runterschmeißen und es wird schmerzhaft sein. Aber okay. Schauen wir mal. Kommst du mal hierher oder nicht? Okay. Nein, danke für die Bestätigung, dass es doch so ist, dann weiß ich, wie es Bescheid. Dachte ich mir irgendwie schon, dass dann doch eher das ist, aber. Hast du gemerkt, ne? Okay, ich weiß nicht, wie das klappen soll. Ich bin gespannt, wie das klappen soll. Der wird mich doch sowas von runterboxen. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich hab ihn! Ich hab ihn wirklich! Wow! Besser als gedacht. Alter! Verdammt! Ich kann mich ganz schön bewegen, weil ich so viel Kraft habe.
Wo ist deine Schwachstelle überhaupt? Nicht am Kopf, am Schweif. Richtig, oder? Ganz hinten am Schweif. Das würde Sinn machen. Ich brauche Ausdauer. Und zwar dringend. Nee, ist nicht hier. Ich war mir so sicher, dass es hier ist. Doch, hier ist es. Ich sehe es. Ah, da ist es. Ich wusste es. Von wegen. Ich wusste es doch. Friss das, Birdie Boy. Oh Gott, halt dich bloß fest. Keine Schwachstelle mehr. Das war ja klar. Dammit. Wo ist die Schwachstelle jetzt? Bestimmt an den äußeren Flügeln oder so ein Blödsinn. Oh oh, halt dich fest. Eins zum Mitnehmen, mein Freund. So, wo ist der letzte Schwachstelle? Habe ich recht, dass die an den äußeren Flügeln sein? Nein! Okay. Kann passieren. Ach nee, die äußeren Flügel waren nur dafür da, sich festzuhalten am Anfang. Nee, Quatsch, nee. Man hat sich an dem hier Schulterkleid festgehalten. Ich schätze, ich muss über die Flügel rüberlaufen im richtigen Moment. Und dann wieder festhalten. Das ist der Trick dabei. Das wäre naheliegend. Das muss ich vielleicht so mit beiden Flügeln machen. Okay. Aber cooler Fight. Ich mag die Flügel einfach. Der ist schon ziemlich nice, der Typ. Ich hoffe, die hieß mal die richtige Plattform. Ich muss sie wieder auf mich lenken. Auf mich lenken, was geht ab? Auf mich lenken, wollte ich natürlich sagen. So, ein Treffer. Komm her, Boy. I'm ready. Ah, ja, mein Fehler. Ich drücke manchmal komischerweise L2, um mich festzuhalten, nicht R2. Mein Fehler. Absolut mein Fehler, muss man auch mal zugeben. Brauchst du mal eine Erinnerung, dass ich hier bin, mein Freund? Bist du überhaupt gerade? Ja. Der ist wütend. So, diesmal R2, nicht L2. Ist gar nicht so schwierig. Komm schon. Ja, ich sehe sie. Sie sind am äußeren Flügelspitzen, genau wie ich dachte. Ich habe sie gesehen. So. Ich sehe nichts mehr. Och, die Kamera. Die Kamera, der ärgste Feind eines jeden Gamers. Ich konnte nicht mehr sehen, wo ich stand. Sie haben mich aber festgehalten, aber leider nicht an der richtigen Stelle. Okay, also, was ich tun muss, ist klar. Ich muss an seinen äußeren Spitzen, das ist ein bisschen schwierig. Vor allem in der Kamera manchmal. Aber okay, kriegen wir schon hin. Kriegen wir schon hin. Das ist nur eine Frage der Zeit, nicht des Wie, nicht des Obs, sondern des Wanns. Das war ein schlechter Schuss.
Ja, Switch. Okay, komm her. Ich sollte mir mehr Zeit lassen. Ich muss erstmal gucken, dass ich die Kamera gut ausrichte. Das ist zwar ein bisschen doof, aber es ist halt so. Ich muss mir die Zeit nehmen. Ich habe nicht endlos Zeit wegen dem Ausdauerbalken, aber prinzipiell sollte das so funktionieren. R2 drücken, nicht L2. Das ist nicht meine, die Kamera, wie sie dann rumdreht. Ja. Mach mal den Flug da jetzt, genau. Mach das mal jetzt den Hakenflug. Gleich komme ich an dich ran. Alter, der wehrt sich aber auch mit seinen Manövern. Jetzt. Wow. Mein Gott. Meine Ausdauer. Nein! Ach, ich musste loslassen. War egal. Ich hatte gehofft, Kurs loslassen zu können, um Ausdauer aufzuladen, aber... Das ging nicht. Wenn ich weiter festgehalten hätte, wäre ich auch runtergefallen. Weil das nächste Manöver wäre ich nicht durchgehalten. Ja, Mist. Mist, schade. Ich hätte gerne den einen Flug erledigt, damit ich den anderen erst am nächsten Sprung machen muss und ich jetzt nochmal den einen machen muss. Ich denke mal, ich muss beide machen. Das macht am meisten Sinn. Wo bist du, mein Freund? Wo bist du? Hast du dich woanders jetzt hingesetzt? Du musst dich erst da runterschießen? Nee, da fliegst du. Da fliegst du. Treffer. Na komm her. Jetzt sind wir auf der anderen Seite, machen wir die erstmal so gut es geht. Vielleicht reicht das ja auch. Vielleicht ist es ja egal, welcher Flügel. Es ist halt nur ein, dass wir generell nur eine der beiden Stellen erreichen müssen, gar nicht beide. Das könnte ich ja auch sagen. Alter, ist der Wahnsinn. Oh Gott. Jetzt. Komm, ein Stich noch, ist er weg. Alter! Crazy Boy! Okay, komm schon. Er lebt noch. Die Stelle ist weg. Und ich habe keine Ausdauer mehr. Ich lass los. Ich lass einfach los. Nein! Halt dich fest! Ja! Ich hab's geschafft, Leute. Ich bin nicht runtergefallen. Ich muss noch auf die andere Seite rüber. Ich muss beide Flügel machen. Alles klar. Halt dich fest. Ich muss halt Ausdauer aufladen zwischendurch und loslassen. Das geht nicht anders. Und jetzt war's das, mein Freund. Bald man's heil. Ritt auf dem Wind. Eine schöne Kreatur. Da fällt sie. Wir haben es geschafft, Alter. Der Vogel ist da. Wo bleiben die schwarzen Tentakel des Todes, hä? Hm?
warten die jetzt, bis ich an Land bin. Nein, da sind sie, aua. Das war Koloss Nummer 5. Das war eine feminin anmutende Stimme, die wir da vernommen haben, unverständlicherweise. 5 Schatten. 5 Kolosse. Ein weiterer Götze zerbricht. Schön wieder hier zu sein. Unter den Tempel. Okay. Also underground dieses Mal dann, ne? Ich hole mir jetzt mal den Save Point davor. Save Point. Nee, das ist schon wieder Save Point. Den Heilpoint hier vorne. Ich kann hier ruhig springen, das ist egal. Ich würde gerne auch aktivieren, dass es auf der Karte verzeichnet ist. Schön. Schön, schön. Nicht verkehrt. Gut. Die Folge ist ja einigermaßen ausreichend lang genug. Wir können vielleicht schon mal ein bisschen in die Richtung des nächsten Titanen gehen. Zum Ende der Folge hin. Das wäre gar nicht mal so verkehrt, denke ich. Die Frage ist erstmal, wo wir hin müssen. Oh, ich habe schon ziemlich gut geguckt. Und zwar müssen wir dahin. Ist da ein Tempel im Berg eingehauen oder sehe ich den Tempel noch gar nicht? Mal gucken. Abro! Komm her. Bei Fuß. Ein paar Meter reiten wir noch. Hier hinten schon Säulen, das könnten Hinweise auf den Tempel sein. Ich würde sagen, dass das der Zugang ist in das Gebiet, oder? Mhm, auf jeden Fall. Den Säulen entlang Richtung Tempel. Alles klar. Ich würde sagen, für diese Folge ist es okay. Ich danke euch wie üblich fürs Zusehen. Und wir sehen uns dann beim nächsten großen Koloss, der anscheinend irgendwo unterm Tempel wütet. Ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Bis dann. Bye, bye.